Der Osmo Pocket ist eine handgeführte Gimbal-Kamera, die stabilisierte Videos mit bis zu 4K und 60 Frames aufnehmen kann. Über den Touchscreen kann die Kamera selbst bedient werden. Beim nach unten Wischen öffnen sich die Einstellungen. Dann kann nach links gezogen werden, um zwischen Systemeinstellungen, Bildschirmeinstellungen, Speichereinstellungen, Autofokuseinstellungen, Pro-Einstellungen und Helligkeit zu wählen. Die Einstellung Pro ist nur für Videomodus verfügbar. Damit können Videos in einer höheren Qualität aufgenommen werden. Beim Einsatz dieses Modus kann es sein, dass das Gerät sehr heiß wird. Sollte dies der Fall sein, sollte eine Abkühlpause gemacht werden. Klickt man auf Bildeinstellungen, kann zwischen Vollbildanzeige und der Letterbox-Anzeige gewechselt werden. Es empfiehlt sich, beim Film auf die Vollbildanzeige zu gehen, um auch das vollständige Bild sehen zu können. Wischt man nach oben, öffnen sich die Einstellungen des Gimbal. Links oben befindet sich die Option Neu zentrieren. Der Gimbal selbst wird dann neu zentriert. Unten links findet sich die Folgenfunktion. Hier kann zwischen Langsam- und Schnellfolgen umgeschaltet werden. Beim langsamen Folgen reagiert der Gimbal langsamer, aber die Bewegung ist fließender. Beim schnellen Folgen reagiert der Gimbal schneller, aber auch abrupter. Unten rechts befinden sich die verschiedenen Stabilisierungseinstellungen. Im Prinzip kann man hier einstellen, welche Achse beim Bewegen der Kamera sich mitbewegt. Oben rechts findet sich die Flip-Funktion. Tippt man hier drauf, wechselt die Kamera zwischen Front- und Rückseite. Das ermöglicht es, sich selbst beim Gehen aufzunehmen. Zieht man auf dem Bildschirm nach links, werden die Einstellungen für den Aufnahmemodus aufgerufen. Zieht man nochmal nach links, können dann detaillierte Einstellungen für den jeweiligen Modus eingestellt werden. Unter Video findet sich die Auflösung und die Framerate. Zieht man nach rechts, öffnet sich die Mediathek. Hier können die Fotos und Videos eingesehen werden, die man bereits aufgenommen hat. Möchte man die Kamera manuell bedienen, kann ein Bedienrädchen an die Kamera angeschlossen werden. Mit dem Bedienrädchen lässt sich manuell nach rechts oder links schwenken oder nach oben oder unten. Der Osmo Pocket kann unter anderem auch mit einem Smartphone bedient werden. Dazu muss eine App installiert werden, die das Bedienen der Kamera ermöglicht. Anschließend kann mit einem Adapter die Kamera an den Osmo Pocket angeschlossen werden. Die App ermöglicht es, die Kamera vollständig zu bedienen. Alle Einstellungen, die sonst über das Menü einstellbar sind, können über das Handy bedient werden. Die App ermöglicht es dann, die Aufnahmen direkt auf dem Handy zu speichern, um dann die Aufnahmen auf den eigenen Social Media direkt posten zu können.